Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Feed the Beast Inventions. Heute wollen wir uns hier hinten um den Bahnhof kümmern, den ihr hier schon im Hintergrund von mir seht. Den habe ich ja die letzten Tage gebaut, als ich krank war. Und der soll heute weitergebaut werden. Damit wir jetzt erstmal hier genau hinter mir durch die Tür durchkommen, würde ich vorschlagen, wir starten erstmal damit, dass wir unserem Computer hier mal beibringen, wie man Carpenter Doors macht. Oder vielmehr diese Carpenter Garagentore. Dazu gehen wir mal hier rein und gehen zum Computerchen. Und dann bringen wir ihm ein neues Rezept bei, hier an unserer Schablonenkonsole. Wir suchen uns mal hier die Blöcke des Zimmermanns raus. Sieht so aus. Die kennt er auch noch nicht. Okay, dann bringen wir ihm die gerade mal bei. Wir machen hier mal gleich ein paar. So, und dann wollen wir hier bauen. Wo sind sie? Garagentore. Da. Die wollen wir bauen. So sehen die aus. Einfach wie als ob du eine Kiste baut in 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1 und 9. Also einen Block rein. Die 5 lassen wir aus und wir bekommen hier Garagentore. Ich mache das Rezept und wir nehmen uns hier einfach mal 16 Stück raus. Ja. Das Rezept legen wir hier in unseren Molekularassembler. So, und wir nehmen uns gleich hier noch mit Marmor. Huch. Hier gibt es kein Marmor mehr. Ich habe das ganze Marmor hier verschwendet. Wow. Ja, das ist natürlich eine blöde Sache. Da müssen wir kurz in die andere Base rübergehen. Das geht aber relativ schnell, weil wir nämlich hier durch unser Dimensionstor einfach hier rüberkommen. Jetzt sind wir schon in der anderen Base. Ihr seht, das geht super schnell. Und jetzt holen wir uns mal hier aus dem Computer ein bisschen Marmor. Das sind nur 41.000 Stück. Ja, machen wir uns die Taschen voll und gehen gleich wieder zurück. So, wieder zurück durchs Tor. Und dann ganz gleich wieder hochgehen zum Bahnhof. Und zwar soll ja der Innenbereich vom Bahnhof erstmal abgeschottet sein. Da soll man ja eigentlich gar nicht durchlaufen können. Und ich habe jetzt hier erleuchtete Tore, erleuchtete Gläser drin. Ich würde sagen, die machen wir erst nochmal weg. Und machen hier erstmal die. Jetzt bin ich natürlich bis oben hin voll mit Zeug. Das ist natürlich doof. Aber pass auf, wir machen hier mal Tore hin. Und zwar. Wieso kann ich die nicht hier hinbauen? Ach, ich muss die oben hinbauen. Okay. Ja, so hoch wollte ich sie eigentlich gar nicht bauen. Das ist nämlich der Nachteil. So, ich wollte nämlich oben eigentlich gerne die anderen Gläser hinmachen. Pass auf, wir machen das mal so und sind so. So. Hier oben sollen 6 normale beleuchtete Gläser hin. Hier drüben, die machen wir auch weg. So. Auch hier im Durchgang machen wir nochmal beleuchtete Gläser rein, aus dem ganz einfachen Grund, damit es hier beleuchtet ist. So, pass auf. Jetzt gehen wir hier oben hin und machen hier die Tore rein. Das wäre das eine Tor. Das verschluckt auch immer nur. Obwohl ich jetzt hier 3 hochgebaut habe, wird jedes Mal nur 1 benutzt. Das ist natürlich cool. Ich dachte, da werden dann jeweils 9 Stück verwendet. So gut, dann machen wir erstmal ein bisschen Platz, indem wir das rauswerfen und auch das erleuchtete Glas nochmal kurz rauswerfen. Jetzt würde ich gerne hier Marmor drauf machen. So, und man kann auch die Textur noch ändern. Oh, Moment. So, man kann hier auch noch das Aussehen ändern. Dafür müssen wir aber einen speziellen Hammer haben. Den habe ich jetzt gerade nicht. Und, ach, warte mal, wir machen das anders. Nochmal Zimmermann und wir machen hier nochmal ein paar Tore rein. Und zwar machen wir die hier rein und jetzt brauche ich doch wieder das erleuchtete Glas. Dann hauen wir erstmal ein bisschen Marmor doch wieder raus. Erleuchtetes Glas. 6 Stück brauchen wir. So, machen wir hier 3 Stück hin und hier drüben machen wir 3 Stück hin.
Dann machen wir hier noch Tore hin. Und da noch Tore hin. So, jetzt kann das Ganze... Jetzt können sie wirklich weg. Und wir nehmen uns hier Marmor. Und man kann hier zum Beispiel sehen, wir können jetzt hier auch ein Muster reinmachen. Zum Beispiel so. Ich mache mal jetzt erstmal komplett weiß. Und wir machen die Tore auch dann gleich auf. Ich glaube, das machen wir beim anderen Bahnhof auch so. Ich habe übrigens jetzt wesentlich kürzer gebraucht, um das Ganze hier zu bauen. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem. Hier drüben geht es noch ziemlich, abschüssig. Hier sind ganz viele Blöcke noch, ja, die noch hier verarbeitet werden müssen. Dafür gehen wir jetzt einfach mal hier so, machen erstmal alles weiß. Es kommt überall Marmor hin. Und der Maggi hatte sich gewünscht, dass wir hier einen durchsichtigen Bahnhof bauen. Und wenn der Maggi sich das wünscht, dann machen wir das doch gleich auch. Hier oben die Kuppe ist jetzt nicht durchsichtig. Ich habe versucht, ob ich auch Gläser draufziehen kann auf die Carpenters-Blöcke. Glas geht nicht. Das kann man nicht hier drauf machen. So, ich glaube, wir können mal hier abschalten. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier Reihe für Reihe erstmal durch. So. Und machen hier schon mal die Carpenters-Blöcke. Alle schön mit Marmor. Damit wir am Ende der Folge dann schon mal sehen können, wie das Ganze aussieht. So, ich habe möglichst viele Blöcke komplett mit Glas gemacht. Und sehr viele mit erleuchtetem Glas. Ich musste ganz viele Digitalminer im Nether laufen lassen für das ganze Glowstorm, was dabei drauf geht. Und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, dass wir tatsächlich doch ein bisschen eingeschränkt das Ganze machen. Hier oben ist alles erleuchtetes Glas, aber unten haben wir ein bisschen gespart, da haben wir unten erleuchtetes Glas und oben drüber machen wir normale Quarzgläser. So, hier geht es jetzt in den Boden hinein, da können wir uns jetzt hier mal um die seitlichen Dinger kümmern. Hier kommt von innen noch was dagegen, deswegen ist das noch offen da, das wird sich aber später ändern. Hier kommt also nochmal eine Treppenstufe von innen dran. So, jetzt machen wir hier nochmal, das kommt weg. So. Ja, müssen wir doch in Schwebemodus gehen. Und am besten fangen wir oben an. Weil dann kannst du dich nämlich langsam nach unten sinken lassen und das Ganze klappt viel besser. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und das Ganze hier, wie gesagt, ich habe möglichst viele Blöcke komplett aus Glas gebaut. Fast alles ist beleuchtet, das heißt, wir haben also nachts auch hier einen Bahnhof, der sehr beleuchtet ist. Ich habe angefangen, die unten, wir können die Gleise schon legen, das heißt, wir können auch den Bahnhof hier schon anschließen, obwohl der noch nicht fertig gebaut ist. Kann jetzt hier schon einen Zug fahren, ich habe extra die Gleise schon bis unten an die Hauptstrecke drangelegt. Wir müssen nur noch Gleise legen. Also die Gleistrasse ist schon da, aber noch nicht die eigentlichen Gleise. Die können wir gleich mal legen, wenn wir jetzt hier das hier beendet haben mit dem ganzen Schickmachen hier. Mit der Deko. So, so sieht es von der Seite aus. Jetzt natürlich die Frage, hier haben wir jetzt diese Gerüste, gefallen mir ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir die Gerüste noch hier unten runter, dass das hier noch angeschlossen aussieht? So ein bisschen Industrial Style gefällt mir eigentlich ganz gut. Jetzt noch die Frage, hier unten, das ist ja sozusagen der Servicebereich, ob der noch hier mit den Gerüsten angeschlossen werden soll. Da mache ich hier nochmal so eine Stange runter von den Gerüsten. Da könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut finden würdet. So, fangen wir da hier oben an. Oder wisst ihr was, das ist ja jetzt so eine Aufgabe. Jetzt habe ich euch ja gezeigt, was ich hier vorhabe. Das sind auch so Sachen, die kann ich abends mal beim Fernsehen machen. Das ist ja so eine Fleißaufgabe. Du musst ja hier tausendmal klicken. Und ich glaube, fürs Zugucken ist das langweilig. Ihr seht ja, wie ich es gemacht habe. Also jetzt hier... Carpenters-Blöcke werden hier mit Marmortextur überzogen. Dadurch hast du jetzt hier das Gerüst und da ist tatsächlich auch ein
richtiger Marmorblock drin. Das heißt, es verschwindet auch ein Marmorblock aus meinem Inventar dafür. Und so sieht das Ganze später aus. So sieht der Bahnhof aus. Hier oben können wir noch... Den Bahnhof selber machen wir noch zu, glaube ich. Komm, das machen wir jetzt noch. So, der muss nochmal weg. So, dass wir wenigstens den Bahnhof hier zugebaut haben. So, hier fehlen noch Blöcke. Das muss noch gebaut werden. Und auch innen drin sieht man, hier ist noch nicht alles eingerichtet. Wenn ich jetzt mal lande, kann ich euch das zeigen. So, hier sind also jetzt tatsächlich, hier unten sind beleuchtete. Hier oben sollen normale Quarzgläser drauf. Hier liegen noch keine Schienen. Wir könnten aber die Schienen schon mal legen. So, pass auf. Ich mache mal hier Folgendes. Wir machen das jetzt mal. Ich zeige euch immer so kurz, was ich mir gedacht habe. Wir nehmen mal hier Quarzgläser. Da gibt es einmal die Erleuchteten, die leuchten nachts. Und es gibt die Explosionssicheren. Davon nehmen wir uns jetzt mal einen Stapel. Und die sollen hier diese Felder ausfüllen. Die sehen genauso aus wie die anderen. Und da geben uns auch hier keinen anderen Unterschied. Aber unten leuchtet, oben nicht. Die nicht leuchten, sind auch wesentlich günstiger herzustellen. Wir machen mal hier den Bahnhof schon mal fertig. Hier im Bahnhofsgebiet, dass hier schon mal komplett alles zu ist. Und ich baue dann einfach so beim Fernsehen gucken, mache ich dann die anderen hier neben runter. Zum Beispiel hier, jeweils bei jeder Stufe. Hier sieht man das Ganze nochmal mit den Gerüsten. Die Gerüste tragen das hier. Und hier drüben, so sah es am Anfang aus. Ich habe erstmal diese Blöcke hier stehen gehabt, aber ich glaube, ich mache das überall hier mit den Gerüsten. Die Gerüste haben nämlich auch einen Vorteil, wenn ich jetzt mal hier runtergehe. So, und ich laufe jetzt hier hoch. Über die Gerüste kannst du nach oben laufen. Für alle Minecraft 1.10 Spieler, die kennen das, da hüpft man einfach die Blöcke hoch. Bei Minecraft 1.7, was wir jetzt hier spielen bei Inventions, da ist das noch nicht so. Ja, da ist das was Besonderes, dass man so hochlaufen kann. So, ich mache mal hier überall Blöcke rein. So soll das später aussehen. Das ist eigentlich genauso, wie es drüben im Bahnhof ist. Trotzdem ist das hier Bahnhof 2.0, denn hier hat sich jetzt schon einiges verändert an der Baustruktur, wie wir das gemacht haben. Ich habe auch hier wesentlich kürzer gebraucht, um den Bahnhof zu bauen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier dran gebaut habe. Ich glaube, 8 Stunden oder so habe ich hier dran gebaut. Der ist ja noch nicht fertig. Das heißt, es werden noch ein paar Stunden zusammenkommen. So, und hier ist noch offen. Das ist eigentlich falsch. Machen wir da einfach hier oben mal 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kann man, glaube ich, jetzt im Video schlecht sehen, wenn ich hier die Blöcke setze. So, ich würde sagen, hier im Bahnhofsbereich machen wir tatsächlich hier die Creeper-Säulen und dann hier hinten machen wir Industrial. So. Ist jetzt nur die Frage, ob wir das Industrial auch nach unten weiterziehen. Hier verschwindet sowieso im Boden. Hier ist nicht so viel Fleisch schwebend. Hier schwebt es nur so ein bisschen. Und hier drüben haben wir ja eine große Schlucht zu überwinden. Da schwebt das Ganze viel mehr. So, hier haben wir unten alles offen. So, da könnte man jetzt hier das noch runterziehen. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. So, ich werde also dann hier überall diese Felder komplett schon mal mit Quarz auffüllen. Ich werde außen die Felder alle mit Marmortextur überziehen. Hier ist das Dach noch nicht fertig. Das werde ich auch fertig bauen. Ihr seht hier, ich fliege mal hoch, dann kann man es sehen. Hier sind innen drin Treppenstufen. Und das ist hier mit Karten das Schrägen obendrauf. Also Treppenstufe mit einer Schräge drauf, Treppenstufe mit Schräge drauf und dann hier in der Mitte wieder beleuchtetes Glas. Das ist ganz einfach hier ganz gut, weil dann hast du den Bahnhof gut beleuchtet. Und wir kommen jetzt hier noch nicht nach unten. Hier gibt es noch keine Fahrstühle. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt hier nach unten kommt. Gibt es hier noch eine offene Stelle? Tja, da muss ich Fahrstühle einbauen. Momentan kommen wir gar nicht nach unten. Hier unten ist halt der Service-Schacht. Gut,
das werde ich jetzt bauen und in der, also im Offline werde ich das bauen. Wir hauen mal hier die ganzen Gläser jetzt wieder weg. Irgendwie fliegen gerade noch Gläser um mich herum. Wo sind sie denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal Schienen aus meinem Inventar. So, hier haben wir eine ganze Menge Schienen. Und ich würde vorschlagen, die Schienen, die legen wir jetzt schon mal. Dann können wir nämlich hier auch die ganze Strecke schon befahren. So, hier geht es gleich runter. So, das wollte ich halt vermeiden, dass das Jetpack angeht. Wenn er jetzt ein paar zwischendurch nicht legt, das ist meistens bei den Stufen so, da ist es egal. Pass auf, das machen wir nämlich jetzt einfach einmal so. Pass auf, wir machen erst noch die zweite Strecke. Oder ja, beim Hochlaufen können wir es auch trotzdem schon machen. Muss eh hochlaufen. Weil beim Legen läuft es am besten rückwärts. So. So, wenn er jetzt hier ein paar nicht legt, ist nicht so wichtig. Können wir gleich beim Hochgehen wieder machen. Und da hat er mir eine falsche gelegt. Ne, jetzt stimmt sie wieder. Hä? Was war das denn? So, hier kommt Gleis hin. Damit wir das Ganze jetzt erstmal befahren können, würde ich vorschlagen, wir hauen die mal weg hier. Dann mache ich hier eine hin und da eine. Und jetzt können wir nämlich hier einfach weitermachen. So. Und auch hier machen wir jetzt rückwärts erstmal ein Gleis. So. Und dann drehen wir uns hier vorne wieder rum, laufen rückwärts runter. Vielleicht geht das mit Ducken. Ne, dann komme ich ja nicht über die Stufe, stimmt. So. Ich versuche mal ein bisschen weiter nach unten zu halten. Vielleicht geht es dann zuverlässiger. So, der Weg ist dann ziemlich weiter. Ich hoffe, dass die 1000 Gleise, die wir jetzt hatten, dass die ausreichen für die gesamte Strecke. Jetzt geht es hier schon geradeaus. Huh. So. Und dann geht es hier hinten entlang. Da steht eine Truhe im Weg. Wer hat denn die da hingestellt? So, hier Gleise. So, und ihr seht, hier ist noch gar nichts ausgebaut. Oh, hier ist so gut wie nichts ausgebaut. Da müssen wir sogar erst nochmal nacharbeiten, dass wir überhaupt hier arbeiten können. Da müssen wir tatsächlich die Deckenhöhe noch ein bisschen erhöhen. Ja, in der Zwischenzeit bin ich auch mit dem Excavator ausgestattet. So, wir können also jetzt hier erst nochmal... Das machen wir nochmal mit Erde voll. Jetzt machen wir hier Excavator. So. Und... Ja, zum Durchfahren reicht es, glaube ich. Pass auf, ich mache jetzt erstmal so. Oh, das ist blöd. Das ist ganz blöd. Das darf nachher bei Gleisen nicht passieren. So, also das darf uns nicht passieren, wenn hier Gleise liegen. Das heißt, ich müsste hier ganz schnell sehen, dass ich das wieder weggepumpt bekomme. So, wieder das Ding aus. So. Ach, dieses Wasser. Das ist natürlich jetzt doof. Zum Glück hat man noch keine Gleise gelegt, die werden nämlich weggeschwemmt. So, hier ist eigentlich relativ egal, wie wir das jetzt hier ausbauen. Oh, jetzt ist das Ding wieder an. Das muss jetzt nicht so akkurat sein, dass wir hier jeweils drei machen, weil das wird ja noch sehr großflächig hier ausgebaut. Hier kommt ja genauso wie oben noch der ganze Überbau hin und so weiter. Das
werde ich mal vorbereiten. Dann zeige ich euch in der Folge wieder, wie ich es weiterbaue. Und dann mache ich das wieder im Off. Weil sonst müsst ihr einfach zu viel Bautätigkeit beobachten. Ich glaube, das ist relativ langweilig. So. So, wir machen das hier mal so weg. Und mit dem Hammer machen wir das so. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich unten sein, oder? Gelorium, ganz wichtig. Brauchen wir ganz viel. Das ist natürlich doof, dass jetzt hier ein Stein fehlt. So. Und jetzt sind wir durch. So, dann können wir wieder hochhüpfen. Das machen wir mit dem Excavator mal hier weg. So. Hier oben ist noch eine Stelle, die können wir mit dem Excavator bearbeiten. Hier auch. So, und dann kann ich nämlich die nächste Zeit hier schön bauen. Und die Züge können schon fahren. Wir können denen also schon Aufträge geben. Die eigentliche Frage dabei ist aber, wie können wir denn, es soll ja mit Computerkraft gesteuert werden, also ich möchte ja gerne, dass wenn in einer Basis was fehlt, dass die Züge dann drüben in der Hauptbasis damit beladen werden und dann automatisch diese Station hier anfahren. Und das ist natürlich eine ziemlich komplizierte Steuerung, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Weil ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, aber das ist halt Zielsetzung, das wollen wir halt machen. Und das müssen wir hinkriegen. So, wir gehen mal bis hier hin. Und wir sehen, hier sind noch keine neuen Gleise gelegt. Das heißt, unser Zug ist irgendwo verschollen. Den müssen wir auch auftreiben. So, wir können natürlich jetzt Folgendes machen. Wir können hier einfach mal die Seite wechseln. Bisschen wild. Wir graben uns einfach hier durch. So, hier geht es nämlich weiter. Ist hier die Deckenhöhe auch so kackmäßig niedrig? Hier geht es eigentlich. So. Ja, ist auch nicht gerade so. Nun, es ist auch nicht so gerade so hoch, oder? Aber ich glaube, wir kriegen so hin. Erstmal die Gleise legen, dass wir hier schon Anschluss haben. So geht es, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir, glaube ich, hier eine durchgängige... So legt er, glaube ich, überall Gleise hin. Zwischendurch ploppt mal so eine normale Schiene auf, aber ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Und wenn ich das richtig sehe, legt er tatsächlich überall Schienen hin. Auch an den Stufen und so. So, jetzt geht es hier schon geradeaus und... Doch, ich habe noch 61 Stück. So, wir legen nur bis dahin, weil ja noch hinten die Gleise ausgetauscht werden müssen. Ich hätte halt überall gerne die gleichen Gleise. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Wir können auch hier hochgehen. Ist mehr Deckenfreiheit, Kopffreiheit. So, das muss halt alles noch hier zu Gängen umgebaut werden. Und da ist halt auch die Frage, ich hatte ja den Hinweis gekriegt, ich könnte vielleicht mit Buildcraft das Ganze machen. Da kann man ja Rezepte oder man kann den kleinen Robotern ja auch Bauaufträge geben. Und ich weiß aber noch nicht genau, ob wir das damit hinbekommen. Aber das ist natürlich eine gute Sache. Da können wir mal testen, ob wir das hinbekommen. So, hier stehen übrigens Schilder, wo ich hin muss. So, pass auf, wir gehen in den Flugmodus, damit wir es noch schaffen in dieser Folge. Eine Minute haben wir noch. So, bis hierhin liegen die Gleise. Jetpack abschalten und 61, nee, das reicht nicht. So, dann gucken wir mal, ob wir noch hier Schienen da haben. Ja, jetzt geht mir tatsächlich ganz kurz vorm Ende, gehen mir die Schienen aus. Nee, das lasse ich jetzt nicht zu. Pass auf, wir teleportieren uns mal kurz rüber und holen uns noch Maschinen.
So, hier sind noch 2000 Stück. Und hier den Abfall von drüben, den hauen wir einfach mal hier raus. So, Schienen müssen wir nämlich drüben sowieso haben. Jetzt geht's rüber zur Camp Base. Ja, ich hatte, warte mal, hier ist sogar noch ein besserer Platz. Das ist nämlich genau hier unten. ...330 Baustelle heißt der Wegpunkt. So, und dann hier aus. So, dann hat man die Gleise hier schon mal verlegt. Theoretisch ist also jetzt das Ganze hier schon einsatzbereit. Ich muss mal gucken, wo unser Zug sich aufhält. Und den werde ich vielleicht noch mal mit ein paar zusätzlichen Waggons ausstatten. Jetzt mich jetzt verarschen, jetzt habe ich aber wirklich genug Schienen dabei. So, alles gelegt. So, hier ist gelegt, da ist gelegt. Theoretisch können wir also jetzt hier schon hochfahren und alles funktioniert hier schon. Hier an den Seiten muss halt noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Aber ich werde jetzt erstmal im Off das machen, was ich euch gesagt habe. Nämlich, dass ich hier oben die ganzen Blöcke verkleide und so weiter. Und ich würde mal sagen, wir machen mal einen Screenshot noch von draußen. Hier kommen wir ja noch durch. Und ich kann euch das immer zeigen. Für die Screenshots habe ich mir ja angewöhnt, ein bisschen anzugeben. Dann machen wir hier mal auf diese Shader. So, das dauert jetzt einen Moment, bis ich es aufgebaut hat. Man kann es ein bisschen forcieren, indem man die Richtung fliegt. So, warum nehme ich nicht die ganze Zeit mit dem Shader auf? Der sieht doch schweinegeil aus. Da habt ihr natürlich recht, aber der Shader ruckelt ganz schön. Und tatsächlich ist es nicht schön, wenn man die ganze Zeit dazu guckt. Ich habe mir mal eine Folge, ich habe mal ein paar Minuten aufgenommen, habe es mir angeguckt. Sieht nicht toll aus. Ja, also es ruckelt. Jetzt könnt ihr es vielleicht auch gerade sehen. So sieht das momentan aus hier. Und hier unten müssen wir halt noch überlegen, ob das Gerüst noch bis unten hingehen soll. So, Bahnhof Nummer 2. So sieht er aus. So entsteht er gerade. Ich mache mal einen Screenshot. Und wir machen vielleicht nochmal einen von hier drüben. Das ist sogar das Bild, was mir besser gefällt. Vielleicht noch ein bisschen näher ran, so. Und vielleicht ein bisschen höher, so. Ja, also ihr werdet jetzt schon gesehen haben, welches Bild ich dann später genommen habe. Jetzt machen wir hier nochmal einen Überflug. Momentan ruckelt es gar nicht so stark. Na, jetzt doch. So, ich werde das mal hier weiter ausbauen. Und wenn ich den Bauabschnitt gemacht habe, den ich gesagt habe, dann melde ich mich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.